Mir hat neulich ein Zuschauer mitgeteilt, dass man die Droge auf Amazon bestellen kann. Als ich das anzweifelte, schickte er mir einen Link. Ich so, hä, da steht doch was anderes. Er so, ja, das ist aber trotzdem die Droge, glaub mir. Ich habe es dann bestellt und es war dann wirklich so, dass auf der Verpackung, die ankam, was anderes stand als im Amazon-Angebot. Ich habe es dann auch noch probiert und ja, das war definitiv die Droge. Die Droge hat echt einen großen Suchtfaktor. Wahrscheinlich werde ich hier auspiepsen, welche Droge es genau ist, weil ich nicht will, dass sich irgendwer aufgrund dieses Videos die Droge auf Amazon bestellt. Das ist umso bedenklicher, dass es auf Amazon als Nahrungsergänzungsmittel beworben wird und da viele in den Kommentaren schreiben, wie sie da easy jeden Tag 2 Gramm nehmen, nicht ahnend, dass sie bei so einer Routine safe abhängig werden. Auch die Dosisempfehlung von 2 bis 4 Pillen pro Tag auf der Verpackung halte ich für zu viel. Falls ihr auf das Angebot stoßen solltet, lasst eure Finger davon.